Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Mario's Hunt for the Magical Key. Ja, Kinder, ich habe was herausgefunden und das gefällt mir mal so überhaupt gar nicht, nämlich dass das jetzt hier ein Luftschiff-Level ist. Das ist aber nicht die Tatsache, die ich herausgefunden habe, sondern dieser Hack. Ich habe ja gedacht, das ist die letzte Welt, ne? Weil Bowser-Schloss und so. Ja, das ist leider ein ziemlich viel Fehlannahme gewesen. Das ist nicht so gut. Ja, ich habe eigentlich schon ein Let's Play-Projekt in den Startlöchern, was ich hier nachmachen wollte, weil ich gedacht habe, das sind noch zwei Parts oder so, aber dieser Hack hat 10 Welten. Ja, ich habe mal nachgeschaut und es geht einfach noch weiter nach dem Bowser-Schloss mit noch einer Welt. Und wenn man die durch hat, die ist auch nochmal extrem lang, dann kommt noch eine Welt. Und wenn man die durch hat, dann hat man es fertig. Und das heißt, wir werden hier bestimmt noch 10 Parts dran sitzen. Nja, nja, nja. Na, vielleicht nicht 10, aber bestimmt 5, 6 Stück bestimmt noch. Vor allem, wenn die Level alle scrollen und so lange dauern. Und der Alex uns mal wieder richtig, richtig einen reindrücken möchte. Das macht er nämlich in letzter Zeit gerne. Na, immerhin gibt's Power-Ups. Den hat er ja ab und zu auch schon ziemlich gegeizt. Hier gibt's sie wieder, das ist schön. Und ich habe den Endbosskampf von diesem Hack gesehen, ne? Und, ja, freue ich mich ja jetzt schon drauf. Also den mache ich auf jeden Fall mit Save State. Also er hat ja hier schon einige Bosskämpfe drin, die ganz toll waren. Zum Beispiel diesen Blooper. Aber, ups. Im Vergleich zu diversen anderen Sachen, die hier noch kommen, ist das ein Witz gewesen. Jetzt wirklich, also... ja, hey, da belohnst du dich. Und wenn er jetzt merkt, ich ruhig, einfach, was er noch spielen muss, ja, ich habe gedacht, das sind nur noch so irgendwie 3-4 Level, deswegen wollte ich gucken, wie viele das noch sind. Und naja, da habe ich halt mal ein bisschen drüber geguckt, was da noch so alles kommt, als ich erschrocken war, dass es noch so viel ist. Und naja, das dauert noch ein Weilchen, das wird auch gar nicht so leicht. Ja, das Level hier geht aber eigentlich. So klassisch Mario Bros. 3 Luftschiff. Bloß ein bisschen länger. Ein bisschen arg doll länger. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Hier oben bin ich nämlich gut. Lalalalala. Ihr könnt mies alle mal. Bildschirm, beweg dich nach rechts. Wir wollen nach rechts. Weiter nach rechts. Los. Pfiuh. Wer bist du denn? Pfiuh. Wer seid ihr denn? Blöden Kanonen-Willis. So, hier stehen wir gut. Hier kann uns nix treffen. Boah! Drei Chucks. Drei Chucks auf dem Damm, drei Chucks auf dem Haus. Wir sind drei Chucks und hauen es raus. Möp. 21. Moment, müssen wir nicht noch das Secret Exit in dem Michael Bay Level holen? Da war was. Verflickst. Ja, hier fehlt noch das Secret Exit in dem Factory Level. Das ist uns zu der Röhre, bringt und wahrscheinlich zum gleichen Level, in dem wir gerade rausgekommen sind. Hi! Hat keiner gesehen. Yay, 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 yay. Ich habe mich jetzt übrigens entschlossen, anzufangen, richtig zu safe-staten. Einfach nur, weil die Level hier langsam echt tragisch werden. Tragisch. Sehr, sehr tragisch. Genauso tragisch wie eine 25-stündige Live-Übertragung vom amerikanischen Volksmusikfestival. Mit deutsch singenden Amerikanern. Wobei ich mir das schon wieder ziemlich geckig vorstelle. Stell euch das mal vor, da sitzen die ganzen Amis dann, Obama miteinander mit, und dann geht's los. Ich sing all lieb für dich und dann sing ich weiter. Und dann holen sie, keine Ahnung, die bayerische Volksmusik-Dudel raus und dann läuft. So, den müssen wir jetzt mitnehmen. Wie? Wo ist mein P-Switch? Den müssen wir doch in den Raum hier mitnehmen. Wenn ich das... Ach, dann gibt's hier bestimmt nochmal einen extra. Wir brauchen auf jeden Fall einen P-Switch. Weil wir da durch müssen, wo hier die Schalterpalast-Dinger waren. Weil das ist die einzige Stelle, wo ich ein Secret Exit hier... Oder man fliegt hier wieder hoch, ne? Aber dafür bräuchten wir eine Feder. Dafür bräuchte ich eine Feder. Eine Feder. Guck mal, eine Feder. Hey, hey. Hey, hat hier irgendjemand mal eine Feder für mich? Ich will nur eine Feder. Ich will eine Feuerblume, keine Feder, Mann. Mann, weißt du überhaupt, was eine Feder ist? Hast du schon mal eine Feder gesehen? Nee, hast du nicht, ne? Du bist ja auch voll... Oh. Oh, oh. Auch gut. Oh, da ist noch ein Leben. Ich warte. Moment, geht das mit dem P-Switch auch? Ja, der P-Switch ist super. Man kann sich mit dem P-Switch durch die Wände durchkloppen. Man braucht gar nichts anderes. Man braucht bloß den P-Switch. So, und jetzt müssen wir, zurück, oder? Hier hoch. Hier oben war das, ne? Ne, hier ist dieser Knüppel. Und wo ist dann das mit den... ja... Moment... Moment, das kriegen wir hin. P-Switch? P-Switch? Oh, Mistteil! Hey, Cooper! Cooper, genau, du da.
Wir brauchen mal deine Hilfe. So, das kriegen wir hin. Böp. Böp. Ja, das geht. Das ist zwar total die nervige Mist-Direkt-Kacke hier, aber es geht. So jetzt. Hopp. Hopp. Na komm schon. Wir müssen da drunter, ja. So. Ah. Ja, man sollte ja eigentlich mit dem P-Switch diesen, Kugel-Willi-Verschießer-Dispenser da holen, aber... Wenn man mal so drüber nachdenkt, wir brauchen den P-Switch ja noch und ich habe jetzt keine Lust, noch einen zweiten zu holen. Wir brauchen den noch. Hier muss er jetzt irgendwo... Vermisst. Da, jetzt haben wir es. Hier rüber und dann ist doch hier die Wand. Genau, und dann kann man hier durch und da ist ein Durchgang. Ha, hab's gefunden. Also wenn das jetzt hier nicht das Secret Exit ist, dann weiß ich... Ah, guck mal da. Und da ist der Schlüssel. Und da ist der Gumba. So. Ah, wer baut denn solche Level? Wer macht denn sowas? Mist. Jetzt sind wir nochmal mitten in der Pampa rausgekommen. Na, immerhin, dann ist hier auch nochmal ein Secret Exit, der zu der anderen Röhre führt. So läuft das. Ach, wieder Donkey Kong Lava Level. Hui. Hallo. Schau mal, da war ein Stachel auf dem Boden. Ich hab das Ziel gefunden. Super. Ist gut gemacht, du bist der Held. So, jetzt müssen wir noch die Wand hier irgendwie durchglitschen. Und dann haben wir's. Mhm. Secret Exit anyone? Gib dir mir den mal, den Secret Exit. So, hier ist bestimmt irgendwo der Schlüssel drin. Das sieht schon ganz genauso aus. Und wegen springen wir gegen alle Blöcke gegen. Der Schlüssel ist hier irgendwo versteckt. Wäre gar nicht typisch für so einen Hack. Glück. Hammer, Bruder. Hammer, Bruder. Du hältst dich auch für den Geilsten, ne? Jetzt pass mal auf, Kumpel. Jetzt komme ich. So, erstmal hier die oben kaputt machen. Möp, 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 möp. Okay, nix die Schlüssel für mich. Hallo. Krieg ich mal einen Schlüssel? Nein, krieg ich nicht, ne? Warum ist hier jetzt nochmal so eine Wand aus Blöcken? Achso, wegen dem Power-Up. Ach, nee. Ich da muss ich auch noch checken. Club. Nein. Wieso guckt ihr eigentlich in der Röhren oder so nach seinen Secret Exits? Hm? Keiner gesehen, hat keiner gesehen? Nee. Inzwischen wissen wir doch ganz genau, wo der seine Secret Exits versteckt. Mitten in der Pampa, über dem Bildschirm, in Narnia. Hi. Oh, das war für eine Yoshi-Coin. Aber nicht, aber ein glücklicher Doof. So, hier raus. Und kein Power-Up? Das ist ja nicht nett. Fischi! Mensch, Fischi! Kannst du mir sagen, warum wir das hier wieder machen müssen, Fischi? Weil ich dich beim Patentamt gemeldet habe. Du hast meine Erfindung, den Schuppenentkiemer, geklaut. Ja. Den Schuppenentkiemer. So, Geld, rutschen, tot. Nochmal. Geld, rutschen, springen, tot. Mensch, das ist ja elegant. Hey, macht der hier so eine Münzspur, dass man auch wirklich rennt und dann kommt der hier. Hallo, Blog. Blog. Mal, schon wieder ein Ausgang. Warum sind die überall Ausgänge? Ausgänge. Nope, Mulberry Point. Ne, da geht's auch nicht rein. Dün, dün, dün. Hier geht's bestimmt irgendwo rein. Nein, na, da. Hab's gefunden. Secret Exit. War glaube ich der Secret, oder? Das muss der Secret sein, wenn man schon so mitten in der Pampa in irgendeine Röhre rein muss. Ach, jetzt geht's wahrscheinlich zu der Röhre und zu Schloss 8 und wenn wir es normal durchspielen, dann müssen wir normal weitermachen. Oder so ähnlich. Aber erstmal Bonus Game! Ding, 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 ding. Sterne, Sterne. Ich mag Sterne. Aber Blumen wären mir lieber gewesen. Blup. Blup. 56! Das ist einer mehr wie 55! Ja, da gibt's den Finger! So. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Secret Exits alle. Hoffe ich. Wenn wir das Level schaffen, kommen wir hoffentlich zur Festung, mit der Festung zum Schloss und mit dem Schloss zu Bowser. Das wär's. Dann läuft es wenigstens. Vor allem die Aufreihung, das fällt mir jetzt erst auf. Er macht eine Festung. Was ja schon mal so ein, Miniboss-Level ist. Dann macht er ein Schloss hinterher, was ein richtiges Boss-Level ist. Dann macht er das Bowser-Schloss hinterher, was ein Endboss-Level ist. Und dann
Ja, dann werdet ihr schon sehen. Das wird dann auch lustig. Blub. Blub. Wer flickst? Nee, nee, nee. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich bin der Tru. Alter, na? Alles frisch bei euch? Blub. 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 Fuck this shit. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ja. Man merkt's, dass ich, glaube ich, ein wenig angetan bin von diesem Hack inzwischen. Vielleicht, weil ich dachte, ich bin bald fertig. Und dann kommt der Hack mir mit. Ich hab noch 30 Level oder so ähnlich. Und dann komm ich ihm mit. Weil das ist doch so viel wie ein ganzer anderer Hack. Und er so, ja, hast schon richtig erkannt, ne? Und ich so, na, fick dich. Ja, oh mein Gott, ja, Mai, fick dich. Ja, jeder den Chris zitiert. Was anderes können die nicht sagen. Das ist immer lustig. Ja, da kommt die Frau so und so und sagt, oh mein Gott, ja, Mai, fick dich. Ach, herrlich. So. Mal schon wieder hier. Du lässt uns mal in Ruhe. Hey. Nein. Das war ja jetzt gemein. Wollte da einfach eine Stacheldecke, die man von hier unten nicht gut sehen kann. Chuck. Finde ich nicht okay, was du hier mit uns treibst, ne? Ganze Schindluder. Ducken. Nein! Nicht ducken. Man darf sich da nicht ducken. Da holt man nämlich den Secret Exit. Was ist das denn? Ich kann dem Gegner leider nicht ausweichen. Ich will nämlich nicht den Bonusausgang haben. Hey Chuck, komm mal runter da. Oder so. Los, okay. Okay, okay, okay. Ja, aber wenigstens wieder ein bisschen Sprungfläche. Aha, 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 aha. Ich muss auch hinten geben. Brauche ich nicht den Kack. Ist euch schon. Okay. Blub, blub, blub. Oh, ein Fehler! Jep! Jebe! Jep, jep. Und das war's. Und jetzt echt das? Oh. Ja, da hat mein Gedankengang gerade auf Leerlauf geschaltet. Weil ich mich so doll freue, dass jetzt so ein... Was ist das hier? Passiert doch gar nichts. Wäre das jetzt für angebracht für eine letzte Welt gehalten? Das war auch voll schwer. Auch ohne Feder wäre das nicht schwer gewesen. Moment, Moment. So. Gleich, gleich, gleich. Wir holen uns jetzt was Schönes. Was Schönes holen wir uns. Oder auch nicht. Was? Hätte ich da rüberfliegen können? Naja, mal 12, 26 ist nicht schlecht. 26 ist nicht schlecht. Okay, da okay. Wir haben jetzt also die normalen Level fertig, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt in die Festung Nummer 2. Die genauso aussieht wie ein Boss-Level von Mavo. No offense hier, ne? Nee, jetzt ohne Scheiß. Bei Mavo sahen alle Boss-Level genau so aus. Also wirklich, der hatte keinen an... Schlüssel! Brauche ich jetzt den Magical Key oder was? Den Magical Key! Weil den suchen wir ja hier. Ich hab den Magical Key. Weil der macht Türen auf. Na, ihr Spinner. Wow. War nicht die beste Idee. Hat aber noch hingereicht. Solche Level liebe ich ja. Ja. Steht dann wahrscheinlich dann. In Collaboration Level 8 Fortress 2. With Mavo 07. Yes. I like very much. Ich bin Alexno und Mavo 07 ist my friend. Das Schlimmste an der Sache ist, das ist wirklich das Allerschlimmste. Bei der Hälfte der Hex, bei der größeren Hex, ja, hat Mavo 07 irgendwo, irgendwo mitgewirkt. Und ich weiß auch nicht, der scheint aber, kann man sich da, nein, kann man nicht. Er scheint aber irgendwie alle Hacker, die da noch irgendwelche Hex gemacht haben, die einen dann irgendwann an der Stelle aufregen, da hat er mitgewirkt zu haben. Und dann stellt sich wahrscheinlich auch noch raus, dass wenn man nachfragt, dass genau diese Level, die einen aufgeregt haben, dann von Mavo sind. Würde mich nicht wundern, wenn ich ehrlich bin. Ups. Das ist doch Mist. So. Aufwärts. Und wieder abwärts. Alex, nur das ist kein gutes Level-Design, das nervt. Ups. Alex, nur da macht keinen Spaß, da sind gar keine Gegner, da ist gar nichts, da ist... Und das war jetzt auch nur Deko.
Da ist ein unsichtbarer Coinblock, den man eigentlich hätte rechnen können. Mr. Alexno. Das finde ich no. Mr. Alexno, no gut. No es hier. So. Hi. Oh, Power. Oh. Schlüssel? P-Switch? Koopa tot? P-Switch? P-Switch? Ja? Aha. Schlüssel. Schön. Nixi, mitnehme die Münze, das ist nicht gut. Yes. Und weiter. Komm schon. Wir sehen, welchen komischen Boss er für uns heute vorbereitet hat. Der Alexno. Bestimmt was ganz, ganz Tolles. Was zum Spielen, was zum Anfassen, was Kinder glücklich macht. Eine riesige Zuckerwatte mit gelben Kulleraugen. Alles andere wäre Mist. So. Oh, jetzt gleich wieder so eine verschlossene. Ich hasse diesen Hacker. Hacker. Ich bin der Lecker. Alexno. So. Upp. Schalüsel. Zur Tür bringen. Und dann ist die Tür ganz weit offen. So. Bosch. Und kein Power-Up. Was haben wir denn hier? Du Penner! Das ist ja ganz schön gemeiner. Hey! Kirby! Typen wie dich, ne? Die können wir hier nicht ganz besonders gut leiden. Wo geht's denn hin? Hey Kirby! Kirby! Moo! Lup! Hey Kirby! Du kannst nicht einfach in mich reinspringen, wenn ich dich schon getroffen habe. Das ist nicht cool, das macht man nicht. Blub. Tschu. Blub. Blub. Hey, ich bin auf dich draufgesprungen. So, jetzt. Hey, Kirby. Ups. Na, okay, das war jetzt Eigenverschulden. Und da ist er tot. Haben wir gewonnen. Nen. Juhu! Mensch. Darauf erstmal einen Schluck Cola. Ich wünschte, es wäre Cola, es war nur Wasser. Ist gesünder. Aber nicht so lecker. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann Schluss Nummer 8. Tüdel.